Mein Name ist Corinna Kindler. Ich bin eine der stellvertretenden Inspektionskommandantinnen hier auf der Polizeiinspektion Sacken. Und ja, obwohl wir schon 20 Monate Pandemie hinter uns haben, seien mir die ersten Bilder und Nachrichten eigentlich noch sehr präsent. Plötzlich gab es Gebietsbeschränkungen, gefolgt von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren. Grenzen wurden geschlossen, neue Verordnungen erlassen und für uns als Exekutive galt es natürlich von jetzt auf gleich, sich nicht nur mit dem erweiterten Aufgabenbereich, sondern auch mit der für uns neuen Materie auseinanderzusetzen. Sich den neuen Herausforderungen nicht nur mit der entsprechenden Rechtssicherheit, sondern auch mit dem notwendigen Augenmaß zu stellen. Und das war und ist auch aktuell keine leichte Aufgabe. Und mit fortwährender Pandemie steigt da die Schwierigkeit, denn die Maßnahmen verlangen der Bevölkerung einiges ab. Und der Druck und die Ängste, die zu Beginn der Pandemie einfach die Menschen so zusammengeschweißt hat, die führt jetzt zum spürbaren Riss in der Gesellschaft. Und die damit einhergehenden und da zunehmenden Demonstrationen prägen natürlich auch den polizeilichen Alltag und fordern von den Polizistinnen und Polizisten einiges an zusätzlicher Einsatzbereitschaft. Das bringt mich aber schon wieder zurück zu den positiven Seiten, die ich mit der Pandemie verbinde. Denn da ist einerseits das Vertrauen, das die Bevölkerung einfach der Exekutive entgegenbringt und auch, dass der Großteil hinter den Maßnahmen steht und auch der Notwendigkeit der Vollziehung. Aber auch intern hat die Krise einmal mehr gezeigt, welche Einsatzbereitschaft und welcher Einsatzwille in unseren eigenen Reihen herrscht. Mit welcher positiven Einstellung die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag aufs Neue den zusätzlichen Aufgabenbereich bewältigen. Das Weihnachtsfest steht wieder vor der Tür, wieder ein Weihnachtsfest während der Pandemie. Und ich wünsche mir, dass wir wieder zu der Solidarität zurückfinden, die am Anfang der Pandemie so groß geschrieben wurde. Ich wünsche mir, dass sich jeder Einzelne seiner persönlichen Verantwortung bewusst wird. Eine Verantwortung, die wir all jenen gegenüber haben, die sich eben selbst nicht ausreichend schützen können. Aber auch denen gegenüber, die die Auswirkungen der Pandemie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht hat. Ich wünsche mir, dass die Impfung wieder zu einem Symbol der Hoffnung und nicht der Spaltung wird. Und ich wünsche mir natürlich auch die vielen Kleinigkeiten zurück, die vor der Pandemie so normal waren. Und ich wünsche mir, dass einfach jeder Einzelne erkennt, dass all das nur durch sein persönliches und verantwortungsvolles Handeln wieder möglich sein wird. Denn eins ist sicher, der Virus richtet sich nicht nach unseren Wünschen.